Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Ja, das ist auch mal was. Ich habe mich hier mal in die Kempe verzogen und versuche heute am frühen Vormittag, bin extra um 4:30 aufgestanden, ein bisschen was einzufangen hier. Die Feldhasen habe ich schon gesehen, die sind leider verschwunden. Aber mein Ziel ist es an dem heutigen Tage und vielleicht wird es mehrere Versuche geben, das Schwarzkehlchen hier zu fotografieren oder zu filmen. Ja, ist mal anders, wie ich das sonst immer so angehe. Ich habe mich jetzt auf diesen einen Vogel versteift und hoffe einfach, dass ich ihn hier finde, weil gemeldet wurde er hier noch nie. Aber ich habe munkeln hören, dass er hier schon mal gesehen wurde. Also, bleibt bitte dran und dann schauen wir mal, ob das heute was gibt. Geiler Morgen, Vollmond, 0 Grad, Nebel. Mega sieht das hier aus. So, und jetzt genieße ich ein bisschen die Ruhe. Also bisher habe ich von den Schwarzkehlchen oder ähnlichen Vögeln hier noch gar nichts gesehen, aber die Gänse tummeln sich hier auf dem Acker. Graugans, Rostgans und Kanadagans. Ja, die Hasen habe ich leider auch nicht wieder gesehen. Ja, und gerade als ich so die Gänse filme und auch eine Kanadagans, eine Nilgans mittlerweile da ist, gucke ich hoch in den Strommast und dann fliegen zwei Raubvögel. Ich nehme an, es ist ein Bussard. Ich habe mein Fernglas vergessen. Es ist so ätzend. Ja, Schande über mein Haupt. Oh, da hinten rennt, glaube ich, jetzt mal ein Hase. Auf jeden Fall habe ich gerade den Raubvogel. Ich hoffe, ich kann euch den jetzt gerade zeigen. Versuche mal runter zu schwenken. Ist natürlich in weiter Ferne. Das ist nur auch ein... Ah, da ist der Hase, genau. Bin hier gerade mit einem Zweifach-Telekonverter dran. Oh, schön, die spielen. Muss ich hier was manuell schärfen? Also ich bin mit einem Zweifach-Telekonverter dann somit auf 600 mm MFT, also 1200 mm Vollformat gerechnet. Ja, herrlich, hinter den Rostgänsen. Ja, ihr könnt vielleicht sehen, ich habe mir, und damit habe ich auch das letzte Video gefilmt, an der Ansitzhütte ein neues Stativ geleistet. Wollte ich nie ausgeben, so viel Geld, aber ich brauchte einen Videokopf und hatte mich erst für ein Reisestativ umgeguckt, was aber absolut keine guten Videoköpfe anschraubbar hatte oder dabei hatte, wie auch immer. Und habe mich dann hier für das Rollei Alpha XL Mark III entschieden als Stativ. Und ein Kopf von, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Benk, wie hieß er denn noch? Er ist unten dann in den Links drin und dann könnt ihr den darüber kaufen, wenn ihr möchtet, oder euch darüber informieren einfach. Jetzt geht hier gerade die Luzi ab, die Tiere werden wach. Ich übe mich noch in fliegendem Vogel-Videoschwenk. Gar nicht so einfach. Und der Raubvogel sitzt aber immer noch brav da oben. Die Hasen habe ich jetzt aus dem Auge verloren vor lauter Gequatsche. Sobald die Kamera läuft, ist es schlimm, rede ich zu viel. Ich mache die mal wieder aus und zeige euch einfach oder lasst die Bilder für sich sprechen. So machen wir das jetzt.
wahrscheinlich nicht scharf, weil ich habe auf manuellen Fokus. So, und jetzt, ist das der Kuckuck oder ist das eine Taube? Jetzt würde ich gerne wissen, was ihr dazu sagt. Also, ich könnte doch meinen Allerwertesten darauf verwetten, dass das der Kuckuck ist. Das ist ein bisschen hell, ne? Das Nachbelichten hier. Ja, da wartet man auf ein Schwarzkehlchen und dann, glaube ich, sitzt da der Kuckuck. Aber nicht fotografierbar, würde ich behaupten. Das sind jetzt, ich schätze mal lieber nicht mehr, aber wenn ich so die Hälfte vom letzten Mal nehme, dann schätze ich, das sind 80 bis 100 Meter. Könnte er sich mal bitte rumdrehen? Ich übe mich noch in fliegende Vogel-Videoschwenken. Ja, ich habe mich mal wieder rumgedreht, Richtung Kuckuck. Ich war gerade wieder am Feld, aber da tut sich nicht mehr viel. Genau deshalb, der Fasan, der krächzt hier immer rum und den hätte ich gerne noch. Ja, ich denke wohl, ich werde hier zusammenpacken. Es wird langsam wärmer. Der Bodennebel hat sich verzogen. Es ist jede Menge kleine Vögel sind hier in der Umgebung, aber ich sehe nicht einen einzigen. Den Fasan bekomme ich auch nicht zu sehen. Ich guck mal, vielleicht finde ich am Weg noch irgendwas. Ansonsten ist es erstmal das für heute leider. Und ja, dann werde ich gleich mal nach Hause tigern. Ist schon 7 Uhr durch. Aber so das ein oder andere hätte ich gerne noch. Dann habe ich für ein Video vielleicht genügend Filmmaterial. Und ihr könnt vielleicht mir verzeihen, dass ich das Schwarzkehlchen nicht habe. Aber gegebenenfalls ein paar andere Vögel. Der Kuckuck ist weggeflogen. Ich weiß nicht, ob ich ihn im Wegflug noch drauf habe. Und ja, ansonsten hoffe ich, den Fasan noch zu bekommen. Und ein paar kleine Piepmätze, die hier rumpiepsen, aber nicht hier bei mir in der Nähe sind. Ich weiß auch nicht, was es alles ist. Ich hoffe, es gibt einen zweiten Anlauf mit schönem Wetter am frühen Morgen, weil darauf hatte ich gewartet, dass ich nicht im Regen hier stehe. Und es ist mehr als in Erfüllung gegangen. Ein wunderbarer früher Morgen. Und da hinten jetzt am Teich höre ich die ganze Zeit schon den Seidensänger. An einer Stelle, wo ich ihn sonst nicht gehört hatte. Aber leider auch zu weit weg. Und da fliegt auch ein Reiher. Ich sitze immer in die falsche Richtung, habe ich das Gefühl. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Sollte das Video noch weitergehen gleich, ist es gecuttet oder wir sehen uns nochmal. Habt einen schönen Tag. Genießt die Natur, geht raus und bis zum nächsten Mal.